Zauderla, meine Lieben. Ich heiße euch wie immer ganz, ganz herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Und zwar heute zum Abschluss zu einfachen Weg von 8.2.3. Dieser Weg, interessant, aber wie immer mit den richtigen Kontern relativ simpel. Erster Knoten, Waffe, außergewöhnliches X-Gen. Immer wenn der Angreifer dem Angreifer ein Debuff zugefügt wird, erhält der Verteidiger eine unbegrenzte passive Tapferkeit, die den Superkraftschaden erhöht. Entwaffnen. Immer wenn der Verteidiger an 4 oder mehr Debuffs auf einmal leidet, wird jeder beim Verteidiger aktive Waffenknoten deaktiviert und hat 20 Sekunden die Chance, den Knoten zu übernehmen. Dann sind es 10 Sekunden Cooldown und dann kann man das wieder machen. Übernahme abfangen. Während sich der Waffenknoten des Verteidigers im Cooldown befindet, kann man eben den Waffenknoten übernehmen, indem man den Verteidiger abfängt, das heißt interceptet. Dann hat man diese Effekte für 45 Sekunden selbst. Und noch Kraftschild 2.0, heißt Verteidiger nimmt 90% weniger Schaden aus allen Quellen, außer Superkraftangriffen, und dabei erhält der Angreifer 200% Angriffswertung für jeden ausgegebenen Kraftbalken. Also, um das nochmal zusammen zu formulieren, quasi in Anführungszeichen. Ihr schaut, dass ihr mindestens 4 Debuffs auf den Verteidiger draufsetzt, dann könnt ihr den Knoten übernehmen, indem ihr ihn einmal interceptet, und dann bekommt ihr jedes Mal, wenn dem Verteidiger ein Debuff zugefügt wird, einen Tapferkeitsbuff, wodurch euer Superkraftschaden erhöht wird. Ihr macht zusätzlich auch schon pro Balken ausgegebener Superkraft 200% mehr Schaden. Ja, also Champions, worauf wir hier achten, die wir nehmen. Champions, die viele Debuffs draufsetzen, wie zum Beispiel eben Black Widow Deadly Origin oder Mole Man, sonstiges. Dann auch noch viel Superkraftschaden machen, wie zum Beispiel Black Widow Deadly Origin, nur um das jetzt als Beispiel zu nehmen. Ja, und dann gebt ihr eure 4 Debuffs drauf, interceptet den Gegner, werft ein, höchstens 2 Superkräfte und der Gegner liegt. Also, viel Erfolg wie immer am Weg, wir sehen uns beim Boss. Thank you.
So, dann mein Lieben, damit sind wir auch schon beim Boss. Und zwar empfehle ich euch hier eben Ronin zu nehmen, ist meiner Meinung nach der einfachste. Champions, die sich hier gut schlagen, einerseits knoten eben kosmische Lawine, das heißt, kosmische Angreifer bekommen einfach 40% Wutausbruchs-Buff pro einzigartigen Buff, den sie haben. Aufgehende Sonne, immer wenn man den Verteidiger trifft, bekommt man einen Wutausbruch. Bei 10 Stück bekommt man eine Degeneration. Muss mit einem schweren Angriff wird man alle Wutausbrüche los. Das heißt, man muss eben immer wieder einen schweren Angriff werfen, damit man nicht anfängt zu degenerieren. Zusätzlich hat der Verteidiger eine Chance, 40% Basic Attacks ab automatisch abzuwehren. Pro Buff verringern sich die Chancen um 20%. Und wenn dem Verteidiger ein nicht schädlicher Debuff zugefügt wird, wird er passiv unabwehrbar. Also, was empfehle ich euch hier nun? Einfach Cosmic Champions, weil ihr dann bekommt ihr auf Superkräften eben extra Wutausbrüche pro Buffs, pro einzigartigen Buff, den ihr habt. Und einfach Champions wie Halkling Herkules, die diesen Kampf einfach runterschredden und halt ganz, ganz schnell einfach ganz viel Schaden machen. Mehr ist da nicht zu beachten, außer dass ihr halt aufpassen müsst, wenn ihr den Verteidiger pariert, zum Beispiel wird dieser unaufhaltsam, unabwehrbar. Aber ja, wenn es gut spielt, muss man halt einfach drumherum spielen. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Erfolg, auch bei diesem Boss. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf bald.